Hallo, heute also wie versprochen mal ein Video von Ubuntu Utopic Unicorn, utopisches Einhorn. 14.10, die normale Version, habe ich bisher noch nicht gezeigt. Ich habe bisher die Next-Version gezeigt, wo sich was Interessantes tut. Unter der normalen Ubuntu 14.10 tut sich nämlich quasi nichts, mehr oder weniger. Außer, dass sich zum Beispiel das Kernel aktualisiert hat und die entsprechenden Browser oder ähnliche Programme in der jeweils aktuelleren Versionen vorhanden sind. Manche Quereffekte habe ich mittlerweile gesehen. Ich weiß nicht, das Terminal scheint sich so ein bisschen komisch zu verhalten. Wenn ich zum Beispiel hier rüber rolle, sehe ich zum Beispiel The Recrunner auf der Seite. Und das bricht ein bisschen anders um. Jedenfalls lohnt es sich jetzt nicht, über Utopic Unicorn zu sprechen, als eine Version, auf die es sich lohnt, zu aktualisieren. Interessant ist es vor allen Dingen deshalb, weil in den Paketquellen natürlich auch die Pakete der Next-Version drin sind. Ne? Next-Version. Und dadurch kann es zu Durcheinander kommen. Wie es mir passiert ist, werde ich heute davon berichten. Hier drin sind zum Beispiel auch Pakete von Mirl. Ne? Mirl, das entsprechende Pendant zu Xorg oder so ähnlich. Ne? Mir ist hier drin, hier müsste ich mal kurz rüberblättern. Mir, Doc und ähnliches. Gut, findet man auch hier drin und die entsprechenden Web-Apps und solche Geschichten. Jedenfalls kann es dann passieren, ne, dass man, so ist es mir passiert, versehentlich mal so ein Paket erwischt. Ich hatte zum Beispiel Probleme mit diesem eingebauten Ubuntu-Browser. Ne, Ubuntu-Browser, der ist immer so abgeschmiert. Ne, abgeschmiert. Jetzt war es so, jetzt war es so, eine komplett interessante eine Geschichte. Nun, so eine neue Version bietet immer wieder schöne Möglichkeiten, den kompletten Desktop zu verlieren. Zum Beispiel hatte ich Probleme mit dem Ding, habe versucht, das zu aktualisieren über Synaptic, den Ubuntu Webbrowser, und schlug dann auf eine Desktop-Oberfläche, die nur noch aus dem Einhorn bestand, auf. Und das könnte einigen jetzt helfen, weil es wahrscheinlich mehreren passieren wird. Das Unity fehlte, ne? Also die seitliche Startleiste, das obere Panel, das passiert auch in anderen Ubuntu-Versionen schon mal. Gut, bin ich aus der Nummer wieder rausgekommen. Ich war also jetzt hier, ne, nur noch ein Einhorn und Feierabend. Ich konnte noch rechts klicken, ja, die Tastenkombination Steuerung Alt und T brachte kein Terminal, obwohl diese Tastenkombination belegt war, Steuerung Alt. Und T bringt normalerweise ein Terminal, das hier aufgeht. Tat es aber nicht. Ne? Tat es nicht. Oder war ich so ein bisschen durcheinander? So, was kann man dann tun? Wie bin ich aus der Nummer wieder rausgekommen? Ich hatte also nur noch das Pferd hier. Und rechtsklicken konnte ich auch noch und da war Feierabend. Soll ich dann neu installieren oder nicht? Das könnte einige interessieren. Nee, brauche ich da dann nicht. Mit der Tastenkombination Steuerung Alt und F1 kommt ihr in so ein schwarzes Fenster, kennt ihr? Ne? Steuerung Alt F1 kommt in ein schwarzes Fenster, kennt ihr, wenn ihr wieder raus wollt, Steuerung Alt F7. Dort kann man natürlich immer noch im Terminal arbeiten. Steuerung Alt F1, Steuerung Alt F7 wieder raus. Dort gebt ihr den Benutzernamen ein, den ihr mal festgelegt habt. Bei mir ist es The Recrunner. Ne? The Recrunner, also den Namen, der tatsächlich in eurem Home-Ordner festgelegt worden ist, also der Benutzernamen und nicht die Abkürzung. Ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Persönliche Ordner. Und zwar gehen wir kurz mal aufs Dateisystem, um das zu verdeutlichen. Home. Ne? Hier der Ordnername, ne? Wäre quasi der Login-Name und das Passwort. So, ihr seid also in dem schwarzen Fensterchen drin. Ne? In dem schwarzen Fenster gehen wir nochmal Onboard auf. Und das so. Also Steuerung Alt und F1. Habt ihr gedrückt. Wenn ihr dann Fenster nicht verschieben könnt, so wie jetzt zum Beispiel hier, ne? Einfach die Alt-Taste drücken und die Maus gleichzeitig klicken, könnt ihr die Fenster verschieben. Falls ihr mal ein Fenster bekommt, das keine Rahmen hat, Alt-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr mit der Maus Fenster noch verschieben. Gut, ihr seid also dann glücklicherweise doch wieder in ein Terminal gekommen, ja, aber das sieht nicht ganz so aus wie das normale Terminal, hat halt nur ein schwarzes Fenster und das war es. Gut, von da aus kann man sich wieder behelfen. Zum Beispiel mit
Hits, falls vorhanden, minus Replace ist einer der Befehle, ne? Nicht das Leerzeichen dazwischen vergessen, die gegebenenfalls den Desktop wieder reaktivieren könnten oder Unity minus minus Replace wäre auch eine Option. Gut, war bei mir nicht. Was habe ich gemacht? Ich brauchte erstmal wollte ich nicht in diesem schwarzen Ding rum. Ne? Wie komme ich jetzt hier wieder zu einem GNOME Terminal, obwohl ich nur das Pferd habe? Also das Ding war nicht da. Gut, Rechtsklick. Ich bin ja nicht doof. Ne? Jedenfalls meistens. Ich habe einen Ordner und schon hatte ich einen Dateibrowser. Wie gesagt, der hatte keinen Fensterrahmen. Alt-Taste gedrückt, festhalten, Maus verschieben. Wunderbar. Ne? Also der obere Fensterrahmen war nicht da und auch Unity war nicht da. Gut. Nix wie rein auf Rechner. Ne? Rechner. Und dann in User und in Bin und dort gesucht nach dem GNOME. GNOME-Terminal, also dem tatsächlichen Programm. Und das habe ich mir einfach gerade so rüber kopiert hier auf den Desktop. Das ging doch, ne? Schön. Und dann Doppelklick drauf und dann ging das auf, ne? Und dann konnte ich schon mal im Terminal arbeiten. Also ich hatte immer noch nicht die Seitenleiste, ich hatte immer noch das führende Panel. Aber ich hatte schon mal so, ich konnte navigieren, dann kam hier quasi rein. Musste zwar immer Alt dabei drücken beim Verschieben, aber es ging, ne? Ich konnte also navigieren. Ich hatte mein Terminal wieder, war schon mehr fast gerettet. So, was mir fehlte, war anscheinend OpenGL von Compiz. War bei mir so. Nun, was habe ich gemacht? Sudo apt-get install compiz config und den Settings Manager. Sudo apt-get install compiz config Settings Manager. Den brauchte ich, um Unity wieder zu beleben. Einfach CCSM eingegeben und Enter gedrückt, nachdem es installiert war. So, wie gesagt, dann Alt-Taste drücken und verschieben. Dann war das Ubuntu Unity Plugin nicht aktiviert. Dieses Kreuzchen war nicht aktiviert. Und nachdem ich das aktiviert habe, kam die Frage, wollen Sie denn tatsächlich OpenGL auch wieder reaktivieren? Jawohl, will ich reaktivieren. Und so weiter und so weiter und bekam dann auch irgendwann meine Fensterdekoration wieder. Gut, und kurze Zeit später ging wieder das Panel auf und ich war gerettet. Nur für diejenigen, denen das mal passiert. Wie gesagt, so kann man sich dann wieder retten. Papierkorb war ja nur eine Kopie. Oder Alternative wäre natürlich, wenn ihr also statt mit Steuerung Alt und F1 in dem TTY1 in dem schwarzen Fenster einfach so seid, hätte ich mir auch GNOME-Terminal auf den Desktop kopieren können vom Terminal aus. Also alles, was ich da so manuell gemacht habe mit dem Dateibrowser, hätte ich auch mit Copy machen können. CP, User, Bin, GNOME-Terminal, nach Home, mein Benutzername, The Red Runner. Und dann hier heißt der Schreibtisch, ne? Schreibtisch und dann Terminal. Ne? Hätte ich mir auch rüber kopieren können, dann wäre hier ein Terminal-Symbol erschienen, ne? Wenn ich das nicht gehabt hätte und hätte ich dann auch dort aus starten können. Gut, das ein kleiner Tipp für all diejenigen, die Probleme haben, ein bisschen mit dem Einhorn jetzt. Ne? Also wie gesagt, viel tut sich hier in der Version speziell nicht. Ne? Weil der Hype geht ab in der Next-Version. Was ganz nett ist, neue Symbolchen, also Hintergrundbildchen, finde ich ganz nett, ganz gut gelungen. Auch für diejenigen, ja, also wirklich schön lang. Auch so ein bisschen, gut, da haben wir das Einhorn, ne? Das Einhorn, was wir gerade gesehen haben, haben wir drin. Und viel schöne Herbstimpressionen für diejenigen, die gar nicht genug von dem Regen kriegen können, kriegen wir schöne Hintergrundbilder, die irgendwie so ein bisschen herbstlich aussehen. Ja? Zum Beispiel so. Ne? Ja, finde ich ganz nett gemacht. Da war doch irgendwo noch so eine Parkbank. Wo ist die Parkbank? Oder die? Ja, die sieht schön aus. Gut. Wie gesagt, wenn ihr nur noch die Parkbank habt und kommt gar nicht in ein Terminal rein, das war der Weg der Wahl. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.
Und wer sich fragt, was das für ein komisches Programm ist, wir haben noch on board die Bildschirmtastatur. Erreicht man beispielsweise damit über die Systemeinstellungen. Ja, Systemeinstellungen, und dort findet ihr dann die entsprechende Möglichkeit, Zugangshilfen, ja, die normalerweise für eingeschränkte Leute sind, zu aktivieren, Texteingabe und so weiter. Gut, findet man da Zugangshilfen, Texteingabe, Bildschirmtastatur, die kann man gegebenenfalls sogar beim Start aktivieren, wenn einem das weiterhilft. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen, ich probiere mal weiter rum, ich freue mich über Fehler, dann kann ich wenigstens ein bisschen was Videos machen über Utopic Unicorn und euch ein paar Tastenkombinationen zeigen, die ihr vielleicht vorher noch nicht gekannt habt. Wie gesagt, die wichtigen waren Steuerung Alt und T, ne? Ging bei mir nicht, kommt normalerweise ein Terminal. Steuerung Alt F1 kommt ihr in ein schwarzes Fenster, müsst euch nochmal mit dem Benutzernamen, den ihr bei der Anwendung festgelegt habt, einloggen. Steuerung Alt F7 kommt ihr wieder raus. Alternativ geht auch Steuerung Alt F2, Steuerung Alt und F8. Alt drücken, festhalten, könnt ihr ein Fenster verschieben, auch wenn ihr kein oberes Panel oder seitliches Panel habt. Compris Replays oder Unity Replays und den Compris Config Settings Manager installieren, kommt ihr mit CCSM in den Compris Config Settings Manager. Könnt dort nochmal nachschauen, ob vielleicht das Ubuntu Unity Plugin, die OpenGL Erweiterung, Fensterdekoration nicht installiert sind und könnt euch helfen. Ich hoffe, euch hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.